Mit dem Projekt Wars in Europe – Shared Experience – Collective Memory gehen die Stiftungen EVZ und das DFJW neue Wege und nutzen die gemeinsamen Stärken. La coopération entre la FAOZ et l'OFAGE porte sur le travail de mémoire lors des rencontres franco-allemandes et trinationales de jeunes. D'abord, nous avons mis en place une rencontre de jeunes entre la France, l'Allemagne et la Bosnie-Herzégovine. Gemeinsamer inhaltlicher Fokus sind Jugendprojekte mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Wir erschließen also gegenseitig neue Zielregionen und wir entwickeln gemeinsam innovative transnationale Ansätze in der europäischen Jugendbildung. Nous avons eu l'idée de créer cette documentation unique en mettant en synergie les points forts de nos deux organisations. Krieg ist in Europa wieder eines der größten Risiken für die friedliche, selbstbestimmte Zukunft junger Menschen in Freiheit und Demokratie geworden. Und doch neigen wir dazu, die Gewalttaten der jüngsten Vergangenheit zu vergessen. Beispielsweise die Balkankriege der 90er Jahre, Sarajevo, Srebrenica, Mostar. Wir wollen Fachkräfte ermutigen, sich in trilateralen Formaten mit dem Thema zu beschäftigen und sie unterstützen, so komplex dieses Thema auch ist, es in Jugendaustauschen anzusprechen. Wars in Europe, Shared Experience, Collective Memory war eine Reise, eine geografische und eine Zeitreise. Junge Menschen aus Frankreich, Deutschland und Bosnien-Herzegowina fuhren durch Europa und seine Geschichte. Sie haben geografische und sprachliche Grenzen überwunden und mentale Landkarten studiert. Und sie sind auch durch die Geschichte Europas des 20. und 21. Jahrhunderts und zentrale Orte dieser Geschichte gereist. Promouvoir, renforcer et mettre en œuvre des projets transnationaux de jeunes qui favorisent l'échange interkulturel fait partie de l'ADN de l'OFAGE. Wir sind überzeugt, im Jugendaustausch entsteht die Zukunft einer europäischen Erinnerungskultur. En permettant à tous les jeunes, notamment à ceux ayant moins d'opportunités, de participer à une rencontre, l'OFAGE contribue à la perception collective du pays voisin et de l'Europe. Dieses Projekt stärkt das, was in unseren Augen wirklich zählt: europäische Werte und ein europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich bin Jahrgang 1973. Ich kenne noch Grenzen und Schlagbäume gut. Für mich wäre das freie Reisen definitiv das Spannendste. Natürlich der Besuch in Bosnien-Herzegowina. Mein jugendliches Ich würde sicher gern etwas mehr Wurzeln schlagen. In einer so spannenden Region, in einer der schönsten Städte Europas, in Sarajevo, denn l'Europe commence à Sarajevo.